Und schöne Vorbilder hast du. Hey, so überraschend. Bruce finde ich auch gut, ja, nämlich. Schlafen hängt noch einer. Was? Schlafen hängt noch einer. Auch, ja, habe ich nicht gesehen. Also ja. Ich wollte dich nur ein bisschen schockieren, dass ich in dein Schlafzimmer. Schockieren kann mich heute nichts mehr. Nicht mehr, ne? Nee, nee, heute ist vorbei. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, also so durch und durch gehabt, nicht? Soll ich dir ein paar Nudeln geben? Gerne. Nach dem langen Weg, ne? Ja, genau. Danke. Schön. Danke. Mhm. Darfst du ruhig ein bisschen das essen? Ja. Ich hätte zugucken sollen ein bisschen bei dir, ne? Ach, na ja, du hättest doch ein bisschen mithelfen können. Ja, aber ich kann nicht mit meiner Hand. Das stimmt, das stimmt. Ich helfe so gerne und ich kann das auch ganz gut. Wir machen das nochmal. Ich komme mal zu dir und dann kommst du. Wenn du durchkommst in mein Chaos, wie gesagt. Ne? Ich habe ja heute aufgeräumt. Ich sehe das. Ich habe dem noch die letzten, letzten Staubmäuse weggebracht. Das ist doch der Grund, warum du schwitzt. Nicht wahr? Ich muss mal kurz irgendwie ins Bad. Boah, weil du gearbeitet hast heute. Ja, ganz schwer habe ich heute gearbeitet. Ja, zusammen geschnitten. Aber es war gut. Es war Michael Stipe von R.E.M. R.E.M.? Ja, ich weiß nicht. R.E.M.? R.E.M.? Die Band? Michael Stipe? Nee, ich bin da schlecht sind die nochmal gesungen? Was haben die denn vorher gesungen? Shiny, happy people. Ich kann jetzt, ich sollte vielleicht nicht singen. Das ist, Alle sollen singen. Alle. Die anderen, wir singen ja nur vor. Ja, wir können ja nicht viel besser singen. Ist gut. Ich muss ja so machen. Das ist gut. Nicht, das kommt trotzdem vom Herzen. Ist gut. Können wir mal kurz die Kamera ausmachen? Nö. Because I'm totally derangiert gerade. Ja, wir müssen nämlich ein bisschen hier. Du hast für Maike gekocht. Ja, wir hatten uns das doch verabredet. Maike hat sich extra scharf gewünscht. Nein, eben. Pass auf, die roten Dinger sind die Chilischoten. Nicht, dass du drauf passt. Okay, gut. Ich habe jetzt gerade. Ich habe hier so kleine Untersätze auch für die Töpfe, ne? Aber dann sage ich um vier. Was sagst du? Dann sage ich dann aber um vier. No. Wann hätten wir hier sein sollen? Um sieben, ne? Ja, ja, die Birgit hatte ja schon gesagt, ich hatte gesagt um sieben, dann sagte Birgit, sag mal lieber halb sieben. Und dann ist das andere langweilig, ne? Na, das ist nur, weil die Maike im Moment Tag und Nacht arbeiten auf ihr... ist mein Kind. Geht es ja auch nicht. Nein. So, die Kartoffeln zu dämpfen und dann nur Olivenöl drauf und tibetanische Salz oder Soja. Findest du da, wo du eh nicht satt von wirst. So, ich fange mir mal kurz das Gesicht ab. Willst du jetzt schon fragen? Die wollen nach Hause, ne? nee, ach, ich weiß auch gar nicht. Ich habe eigentlich keine Lust. Komm, wir machen eins. Ja, wir machen eins. Muss doch nicht so fragen, Tom. Und das eine Interview, was wir mal gemacht haben, das war ganz toll. Wo war das denn? Das war in Schöneweide, glaube ich. Freitag gesendet. Ach, von Pop-Pop. War lustig. Also warm. Da brusten wir uns zu mit Bier und da guckt da der Botschafter ganz komisch und er meinte, geht dir Torgen, da ist der Botschafter. War ganz süß. Aber der ist nett. Ja. Der ist wirklich nett. Er war total nett. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was Sie wissen über mich, die Dänen. Aber er hat ja in Deutschland gewohnt. So lange, ne? Und deswegen... Und hat gesagt, wir wären nur Botschafter geworden, um dich kennenzulernen. Er hätte 30 Jahre warten müssen.
Und dann hätte er dich kennengelernt. Egal, ob es eine Lüge ist, ist es unheimlich süß. Das war ganz süß. Und der andere, der da so betrunken saß die ganze Zeit. Furchtbar. Oh, schlimm, der dauernd nur gemeckert hat. Das ist furchtbar. Wie furchtbar doch die Popcorn ist. Und oh, er ist so enttäuscht von der Popcorn. Und er wollte immer nur so, was macht denn die Gitte hier? Was macht die überhaupt? Der war frustriert, weil er mit mir nicht reden konnte. Er wollte mich so gerne berichten, wie lange er mich kennt und wie ich ihm, also wie er so gefolgt ist, alle diese Jahre durch, 30, 40, ich weiß nicht, 50 Jahre, ne? Aber was er machte, weiß ich nicht, ne? Ich glaube, er hatte sehr viel Bier getrunken. Total viel, der weiß. Und dann kam ja noch hier Jerome, Castell, die Transe. Haben wir noch ein Date? Ja. Da war er ja völlig schockiert. Dann meinte er dann noch irgendwie, also wenn du eine Frau sein musst, dann musst du dir doch die Zähne noch machen. Dann habe ich ihn belehren müssen, man hat nicht immer das Geld für diese Zähne machen zu können. Ja. Und die anderen Youngsters, also habe ich seine Karte, der Transvestit, wie heißt er? Jerome. Und seine Karte gegeben, weil ich dachte, sie müssen was erleben. Die sah so unerlebeglatt aus in den Gesichtern. Ganz schrecklich. Mhm. Der war echt so besoffen. Mhm. Ja, die anderen Jünger, die ich später getrunken habe. Aber der Ältere, der hat einfach nur viel Bier getrunken. Und da war ein ganz Süßer an dem Stand. Ja, war ein Süßer? Ja, mit dem hast du auch gesprochen. Eben. So ein großer, schlanker, der hatte hier so eine... Oh! Mhm, genau. Mhm, mhm. Genau der. Schreibt Texte. Ich kenne ihn nicht. Ach so. Aber ich habe sofort mit ihm gesprochen.